Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wetten, das Community. Heute Abend sind wir wieder da. Es steht ein spannendes Wochenende bevor. Guido und Christian freuen sich schon, dass sie wieder die heißen Sieger ansagen können. Morgen in Düsseldorf mit dem Derby-Trial und am Sonntag eine lange, lange Karte in Hannover. Dazu aber morgen Abend mehr. Heute sind wir in Düsseldorf und beraten die Lage. Wir werden einen spannenden Gast haben. Aber erstmal, Guido, du hast den Sieger im Hauptrennen am Sonntag vorausgesagt. Wir sind stolz auf dich. Wir, die Sarah Steinberg-Fans, Christian und ich, mussten uns von dir erklären, welche Pferde von Sarah Steinberg gewinnen. Was sagst du zum Hauptereignis am Sonntag in Düsseldorf? In Köln, am letzten Sonntag. Okay. Ja, also ich meine, wir haben mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Pferd gesehen im Hauptrennen. Und ein super Tag für die Sarah Steinberg. Da hat, glaube ich, mal alles gepasst. Besser geht nicht. Das waren zwei blitzsaubere Ritte vom René Picholek, muss man auch mal erwähnen. Ja. Und im Grunde genommen war es im Hauptrennen ein geiles Rennen. Das kann man nicht ausdrücken. Das haben alle mitgefiebert bis zur Linie. Ja, das war Kampf. Ich glaube, der Huberjagd, der hat sogar noch mal angezogen, so an der 200-Meter-Marke, obwohl er schon passiert war. Und das war wirklich, das ist Rennsport. Deswegen gehen wir zum Pferderennen, um sowas zu sehen. Ja. Ja. Erster klassischer Sieger für Sarah Steinberg. Christian, ist es dein Stall im Herzen? Wie ist die Party gewesen? Party gab es nicht. Die haben sich auf den Heimweg gemacht, ganz artig, ganz ordentlich. Denn Sarah fährt ja dann auch gemeinsam und die Erika war mit dabei. Also die drei haben sich auf den Weg gemacht. Pferd geht's gut. Ich war heute Morgen am Stall. Haben wir alles angeschaut, habe mit Sarah gesprochen, sie quasi mental in den Arm genommen und René auch. Sie waren glücklich, Sarah sah sehr müde aus. Meinte, ja, also emotional ist sie natürlich hellwach, aber wenn morgens der Wecker geht um 5 Uhr X dann oder 4 Uhr X, dann ist es eigentlich egal. Aber sie strahlte schon von innen raus und ich habe mich bei René bedankt, vor allem für seinen auch sehr professionellen Auftritt, einmal im Sattel, aber auch wie er das Ganze verkauft hat. Ich habe den beiden gesagt, so wie ihr das, wie ihr euch geäußert habt nachher, das ist sehr, sehr gut und sehr überzeugend. Das wirkt authentisch, wie ihr darüber kommt, nicht hochnäsig, sondern erfreut. Und sie leben und erleben den Rennsport gerade auf einer Welle, die beide so noch nicht hatten, zusammen sowieso nicht. Wernicke, Hans-Gerd Wernicke, Besitzer vom Stall Salzburg, strahlt über alle, was soll man sagen, wenn er keine Ohren hätte, wird er rundum grinsen. So freut er sich. Das ist schon richtig gut, was hier gerade passiert in München. Quest the Moon, Wanimate und Fearless King. Das ist eine schöne Serie. Und dann noch Zamrud mit Unglück, wo wir auch noch nicht genau wissen, in welcher Straße die Stute wohnt. Das ist schon sehr spannend. Und für so einen kleinen Stall mit unter 30 Pferden eine außerordentlich herausragende Performance. Ja, eins will ich da noch zufügen, Christian. Vielleicht, du bist ja öfter am Stall. Also ich habe natürlich auch einen Starter gehabt in dem Listenrennen mit Kabir, der aus einer langen Pause kam. Aber da guckt man sich ja die anderen Pferde an. Da kam die Sarah vorbei, da habe ich gesagt, ja, Sarah, deiner gewinnt. Ja, also der sah sowas von gut aus, hier der Fearless King. Und das ist mir bei allen Pferden, fällt mir das auf, bei der Sarah Steinberg. Also da muss ich mal auf Inspektion gehen, was die da so verfüttert. Ja, das muss, die glänzen alle wie Speckschwarten, die Pferde sehen super aus. Die stechen fast raus im Führing, ja. Und da haben keine schlechten Pferde in dem Listenrennen drin. Da hast du richtig rausgestochen, ja. Das kostet mich 20 Euro, dass die so schnell sind. 20. Und nicht, weil ich Rubaiyat genommen habe, sondern weil ich leider auf einem ziemlich kalten Pferd war am Sonntag. Völlig für mich überraschend war das Tempo vorne sehr, sehr schnell, was der Lucas Delosier auf dem Zafaro gemacht hat. Und das kostet mich 20 Euro. Ich gebe mich schnell geschlagen und will auch gar nicht so viel über den Ritt reden und über das Rennen. Ich glaube, Zafaro ist besser. Ich glaube nicht, dass das der wahre Zafaro ist. Für mich sieht der aus wie ein Gemälde, hat gearbeitet wie ein Flugzeug. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Der war ja auch hinter Santorin. Die Form kann eigentlich nicht stimmen, aber für mich kostet das 20 Euronen. Christian? In diesem Rennen nicht, aber in einem anderen. Aber ich sage nur eins zum Thema, Kido meinte ja, ich muss mal gucken am Stall, was da gefüttert wird. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich im Vorfeld mit Christa Germann gesprochen habe, Futtermeisterin bei der Sarah, und gefragt habe, ob die Pferde platziert sind. Und sie sagte, nee, wir fangen ja oben an, wir hoffen, dass wir Sieger holen und die Platzierung nehmen wir noch mit. Und am Samstag nach dem Rennen, am Sonntag nach dem Ritt in Hoppegarten, naja, mit Samrud, die da etwas weit weg war, dachte ich schon, okay, das klappt nicht. Und Christa empfing mich heute mit einem breiten Grinsen und sagte, was habe ich gesagt?
zwei Sieger. Und es liegt nicht nur am Futter, es liegt an der Gesamtbetreuung. Meine 20 Euro hatte ich gesetzt auf, ich zeige es hier, Medaillon. Volker Knopf wollte ja, dass wir mal höhere Quoten ansagen. Medaillon war in der Zeitung noch bei 10. Am Start ging es mit 7, ein bisschen. Gar nicht schlecht. War Dritte im größeren Feld. Aber Dritte reicht nicht für eine Siegwette. Hatten wir schon mal erklärt. Tschüss, ab dafür. Guido, dein Pferd. Ja, Christian, der Medaillon, der ist ähnlich wie du gelaufen. Der hatte einen starken Moment, ließ dann aber stark nach. Ja. Und mein Pferd war der Pallas Boy. Komm, du mal her. War der Pallas Boy. Den habe ich ja schon zum zweiten Mal genommen. Also wahrscheinlich, wenn das nächste Mal läuft, nehme ich nicht, dann gewinnt er, weil der war zweimal unglücklich. Ich weiß nicht, ob ihr das Rennen noch in Erinnerung habt. Das war das Pferd, was da angeflogen kam, als alles zu spät war. Der war guter Dritter und ich bleibe dran. Einmal nehme ich den noch, aber nichtsdestotrotz, ja, wir müssen füttern wieder. Ja, das muss besser werden. Gut, Lars Wilhelm, apropos besser werden, morgen, deine Ansage. Ja, also dem Volker kann ich morgen nicht gerecht werden. Ich habe drei Pferde, zwischen denen ich mich entschieden habe, die ich für sehr interessant halte und zwischen denen ich meine Obelix-Wette entschieden habe. Das ist zum einen im dritten Rennen die für das Gestüt Harzburg laufende New Harzburg. Wie ihr ja wisst, bin ich Anteilseigner der Gestüt Harzburg GmbH, eines Zuchtsyndikats mit 15 Anteilseignern. Und New Harzburg ist unsere erste gekaufte Stute, eine Siuni-Stute aus Zoppenbräucher Zucht, die beim Debüt Zweite war und morgen Favoritin sein wird. Also nicht im Bereich, wo Volker Knopf gerne Pferde angesagt haben möchte. Gegnerin ist da die 1, Lady of New York. Und vielleicht auch die 7, Temeria, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erste Laufen aus Düsseldorf stimmt. Aber ich meine schon, dass New Harzburg sehr, sehr gute Chancen hat, dieses Rennen zu gewinnen. Ich habe mich aber nicht für New Harzburg entschieden, für meine Obelix-Wette. Es wäre zu einfach. Ich habe dann großen Mumm auf ein Pferd im achten Rennen. Das ist für Peter Schürgen die Nummer 9 für das Gestüt Fairhof Calico. Für mich sah das aus, als wenn wir da nach der Kastration ein völlig anderes Pferd gesehen haben beim Sieg. Und ich meine, der Peter Calico ist kastriert worden? Wusste ich ja, gar nicht. Der ist ein vierjähriger Wallach jetzt. Und wenn ihr euch das anguckt, da in dem Rennen, wo er gelaufen ist, zuletzt hat er wirklich gezeigt, dass er in einer anderen Straße wohnt. Der Richterspruch gegen Elegant Man war überlegen 3. Es war aber eher hoch überlegen. Und Elegant Man hat jetzt auch gewonnen. Natürlich sprechen wir sofort über eine GAG-Marke von 69, was auch jetzt nicht für vierjährige Sieglose so ganz einfach zu machen ist. Aber ich meine, dass das Pferd in einer anderen Straße wohnt und sieht brillant aus. Ich glaube, das wird morgen im Ausgleich 2 gehen. Die Gegner sind für mich die 6 und die 13. Außenseiterchancen sehe ich bei der 12. Also wenn man mal ein ganz krummes Pferd nehmen will, dann ist das King Nonantais. Aber ich glaube, an Calico geht nichts vorbei. Ich entscheide mich, diese 20 Euro am morgigen Tag fahren mit Fairhof, fahren mit Soldier Hollow und fahren mit Calico Richtung Düsseldorf. Lars Wilhelm, weißt du, wer dieses Pferd beim letzten Start angesagt hatte? Du. Und wer noch? Die Helen. Du bist gut, genau. Da stand das Pferd bei 5 in der Zeitung, ging mit 17 für 10 an den Start. Ich freue mich, dass du die Pferde betreust und weiter begleitest. Also Calico geht an dich. Guido, was ist morgen dein Tipp? Ja, also ich würde erst mal sagen, dass ich mit dem Lars mal nochmal meiner vor deinem Spiel für einen 50er, ja. Weil der hat mir mit der New Harzburg schon mal 50 weggenommen damals, ja. gegen Kiss Me, ja, gegen Kiss Me. Wo der Adri die Samthandschuhe anhatte und der Andrasch ja, alles gegeben hat, als wenn es Gruppe 1 wäre. Deswegen biete ich dir nochmal an, dass ich Lady of New York die 1 nehme im gleichen Rennen, im dritten Rennen. Die Lady of New York ist nämlich von Lumita Stream. Und Lumita Stream, wie nur noch ganz wenige wissen, hat mir mal mitgehört. Ja? Das heißt, im Grunde genommen sind dann auch noch sehr viel Sympathien natürlich, weil ich mal mit Lumita Stream ein Rennen in Italien gewonnen habe und deswegen
Das Produkt Lady of New York wird New Harzburg in die Schranken weisen für einen 50er. Also das ist nicht ausgeschlossen, aber ich muss mich dem ja stellen, wenn du mir das anbietest. Es geht ja für einen guten Zweck. Und da ich dich beim letzten Mal mit New Harzburg besiegt habe, wo sie Debütantin war, kann ich ja jetzt beim zweiten Jahresstart, nachdem sie so gut debütiert hat, meiner Stute hier nicht den Rücken kehren. 50 Euro New Harzburg gegen Lady of New York, deiner vor meinem. Die Wette gilt. Nicht, dass mal Thymeria noch durch die Tür kommt. Ich habe aufgeschrieben und danke stellvertretend im Namen der Jockey-Unterstützungskasse für euren, wer auch immer ihn leistet, für euren Beitrag. Danke sehr. Oh, Guido, dein Obelix-Tipp bitte. Für den Obelix habe ich noch zwei Pferde anzubieten, ja? Einer reicht. Und zwar im vierten Rennen, da werde ich mich gleich entscheiden müssen, im vierten Rennen, da hat mich die Eins an den Lars Wilhelm erinnert, ja? Ja, so. Der Diktator, der ist da ganz gut untergekommen, ja, bis ich gesehen habe, oha, 64,5 Kilo plus das Corona-Aufgewicht. Der muss ja leider einen riesen Hinkelstein oben drauf tragen, ansonsten hätte ich den genommen, aber der wird wahrscheinlich trotzdem gewinnen, glaube ich, weil er mit Abstand das beste Pferd in dem Rennen ist. Das ist nur Gegner, die drei, sehe ich so. Je nachdem, wie weich der Boden geworden ist in Düsseldorf. Also habe ich mich fürs erste Rennen entschieden. Da nehme ich, obwohl das Pferd sicherlich gewettet wird, nichtsdestotrotz ist es ein Debütant, Queensland von Andreas Böhler mit Bosan Mosabayev drauf. Der hat eine äußere Box, das ist das Manko. Ansonsten, klar, es ist ein Debütant, Düsseldorf, der Berg, alles ein bisschen risky. Aber das ist eine super Familie. Ich glaube, Australian Bloodstock, der Besitzer, das Pferd kommt top vorbereitet an den Start. Und das Pferd kann auch die Nummer 2 Soyeux schlagen. Ja? Und wird wahrscheinlich ein paar Punkte länger stehen als Soyeux. Deswegen nehme ich die 7 dort. Ja? Na gut, ist notiert, Jungs. Never change the winning wetten opportunity. Guido sucht sich also hier einen raus mit 3-1. Lars Wilhelm einen mit 2,8-1. Ihr seid mutig. Ja, die Felder sind größer immerhin, aber die Favoriten stehen raus. Also, ich versuche mal dem lieben Volker etwas entgegenzukommen. Und der Gruß geht zwar nicht nach Dresden, sondern nach Nürnberg, hat er mir geschrieben. Ich habe ihn falsch verortet. Nehme ich zurück, lieber Volker. Ich gehe mit meinem Freund Michi Reichstein. Den habe ich ja schließlich auch geholt für unsere Challenge als Teilnehmer. Michael hat Pferde bei... Fuego del Amor! Fuego del Amor! Genau. Hat Pferde bei Fuego del Amor! Haben wir es jetzt, Lars Wilhelm? Der Doktor kommt gleich. Also Rennen, die drei. Das der ist Doktor ein echtes Bolte. Talking Horse. Extra also, aus Dubai angereist. Die Nummer 3. Fuego del Amor. Besitz von Michael Reichstein aus der Schweiz. Michi ist schon unterwegs. Er hat schöne Maskenfotos gepostet bei Facebook. Müsst ihr mal schauen. Macht ein schmales Gesicht bei ihm. Er freut sich über die deutschen Vorschriften, die auch in der Schweiz gelten. Und bringt Fuego del Amor an den Start. Das Pferd ist ein wunderbarer Sprinter. Die Strecke ist vielleicht sogar ein bisschen lang, aber egal. Das Pferd wird dann nicht jünger. Dann kann die Strecke auch ein bisschen länger werden. Wird hier mit 8-1 angesagt bei der Sportwelt. Volker, ich glaube, das ist ein Kompromiss. Im Elberfeld 8-1. Da geht was. Meine 20 Euro morgen auf Fuego del Amor, Nummer 3, 6. Rennen, Düsseldorf. Michi, mach was raus. Hopp, Schwyz. So, haben wir noch was fürs Hauptrennen? Ja, wir sollten einmal über das Hauptrennen sprechen, Guido. Ja. Ja. Naja, das ist natürlich... die Frage ist ja, wie gut sind die Stuten? Wie gut sind die Stuten gegen die Hengste? Das ist ja der Clash morgen Nachmittag. Ist das die beste Stute des Jahrgangs? Wie siehst du das Sieglosenrennen von ihr? Was wissen wir von der Arbeit? Kann die Adrian auf den Zahn fühlen? Was ist mit den Außenseitern? Also das Sieglosenrennen war mit dem Finger in der Nase bei der Deja. Da brauchen wir nicht lange zu drüber diskutieren. Ich glaube, an der 300-Meter-Marke kam die... Zwischendurch musste die mal unterstützt werden, kurz. Ja, das ist so typisch für gute Pferde, die mal kurz aufgeweckt werden müssen. Und dann an der 300-Meter-Marke ging die überlegen weg dann. Oder an der 200-Meter-Marke, hier sieht man es. Übrigens vor keinem schlechten Pferd, glaube ich. Ich glaube, dass das Darius Racing Pferd war, weil das ist Tangut, ne? Adler Flugstute Tangut für Darius Racing nächsten Montag in München im Diana-Trial, im Derby-Trial. Ich glaube, dass die nämlich ein gutes Pferd gesehen hat bei ihrem Debütsieg. Und die waren, glaube ich, ganz weit, wenn wir das Video noch mal kurz zurückspulen können, ganz weit vor dem dritten. Ne? Ja, 9 Längen. 10 Längen. Ja. Der ist ja gar nicht mehr im Bild, der dritte. Ja? Also ich glaube, das ist schon eine richtig gute Stute. Hat 1,5 Kilo weniger als Adrian. Adrian hat in Baden-Baden schon ein bisschen was auf den Popo bekommen. War Zweiter dann, ist ein Riesensteher. Düsseldorf, die Bahn ist tricky. Also für 15, für 10, Adrian.
Ich glaube, vielleicht ist der ja sogar die bessere Wette, ja. Also meine Wette, geht auch auf Dea. Ich mache es ganz kurz. Das ist überzeugt, hat eine super Verwandtschaft. Der Auftritt war klasse beim ersten Mal. Und der Martin Seidel wird das Ding einlochen. Muss ich sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die Geschwister. Nur mal, dass man sich das mal einmal klar macht. Jingle Secret, GRG 100. Diana Storm, GRG 93. Destino, GRG 97. Und Jingle First, GRG 93. Solche Mütter liebt die Welt. Eine Platini-Stute und hier einfach, also da springt einem richtig Grupperennen an. Und wenn man dann schaut, wo der Markus Pflug das Pferd genannt hat, in der Diana, im Großen Preis von Baden und zum Auftakt nach diesen Listenrennen im Hamburger Stutenpreis. Wie soll man dagegen argumentieren? Und deswegen sage ich auch, das Rennen ist zwar mit 5 Startern dünn besetzt, aber Adrian und Deja, das ist ein echtes Matchrace, wenn sie beide die Klasse haben, die man hier aus der Zeitung sehen kann. Und dann mit dem Schweizer Champion von 2019 Shooting und einem Pferd, was im Grupperennen ohne große Aufmerksamkeit gelaufen ist, Minotaurus, war aber immerhin nun in dem Rennen mittendrin statt nur dabei und deswegen auch eine echte Elle. Dann wird man sehen, wie man das rechnen kann. Also für mich ist das Rennen sehr interessant. Boden können ja beide, ne? Weil es hat geschüttet hier wie aus Eimern heute, ja, und zwar 4-5 Stunden lang, ja. Ja, ich glaube, das ist kein Problem. Adrian hat auf weicher Bahn in Mülheim überlegen gewonnen und ich glaube, das ist kein Problem. Und für die Stute Soldier Hollow, die Geschwister brauchten sogar weiche Bahn, hat man ja immer gehört bei Jingle Secret und auch bei Jingle First. Hoffentlich regnet es. Und deshalb ist es eher für beide positiv. Wenig Pferde, viel Spannung. Das ist für mich ja sehr spannend. Nicht zu vergessen, morgen Nachmittag auch anschalten nach diesem deutschen Rennen, 17.25 Uhr, Adlerflug aus der Schlenderhahner Linie in Swoop. Muss man sich angucken, ist die Union von Frankreich gegen Top-Pferde. Also wer morgen von Deutschland dann genug hat, der muss nach Frankreich schalten. Ein Pferd, was für Horn in Frage kommt, in Swoop. Debütantensieger bei Graffat, morgen mit Pierre-Charles Bordeaux, hochinteressantes Rennen. Die Union von Frankreich. Aber danach werden wieder zurückschalten auf den deutschen Stream und die schöne Düsseldorf weiter wetten. Yeah. Machen wir so. So, weiter und weiter wetten. Wir holen uns einen Gast rein, okay? Einverstanden? Ausnahmsweise holen wir einen Gast dazu. Wir hatten jetzt ein paar Mädels, jetzt ist mal wieder ein Junge dran. Und zwar begrüßen wir von der Kölner Rennbahn den Geschäftsführer. Seit geraumer Zeit im Amt, wird uns gleich erzählen, wie lange. Er wird uns erzählen, woher er kommt. Er ist nicht der geborene Galopper. Ist es ein gekorener, noch kein gekörter, aber gekorener Galopper. Und schau mal, was da der Philipp uns zu erzählen hat. Philipp Hein, wir grüßen dich herzlich und freuen uns, dass du bei uns bist. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend zurück. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne, gerne. Erzähl uns, wie bist du zum Rennsport gekommen? Ja, meine ersten Sporen habe ich mir im Reitsport verdient. Also ich habe 5 Jahre lang für den CHIO in Aachen arbeiten dürfen und habe dort mit Springsport, mit Dressursport, mit Vielseitigkeit zu tun gehabt und suchte dann nach 5 Jahren und einer Europameisterschaft in Aachen als gründendem Highlight eine neue Herausforderung und klopfte dann an die Tür des Kölner Rennvereins, die dann zu meinem Erstaunen, ich war noch relativ jung, ich war 28 damals, aber aufging und man gab mir die Chance und so bin ich jetzt verhaftet im deutschen Galopprennsport. Wie alt bist du inzwischen geworden? Das war 2016, jetzt Schnapszahl 33. Ja, das ist das nominale Alter, aber wie viele Jahre bist du wirklich gealtert in diesem Job? Das willst du nicht wissen. Das möchte ich. Okay. Hör auf zu lachen, Guido, ist doch wahr. Okay. Philipp hat schon 2-stündige Telefonkonferenz mit mir hinter heute. Wie das für, Falten, für Falten gibt es gute Hautwässerchen. Ja, schick mal was rüber. Okay, der Philipp hat im Vorcall gesagt, er wollte uns was erzählen und wir sollen uns auf was gefasst machen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Also Philipp, the stage is yours. Ja, wie man sieht, melde ich mich aus der Domstadt. Und die Domstadt ist natürlich auch für die ein oder andere Überraschung gut. Ich möchte euch gerne von einer Aktion erzählen, die wir
als Kölner Rennverein, aber stellvertretend, glaube ich, für alle deutschen Rennvereine uns in den letzten Tagen überlegt haben. Wir haben die Möglichkeit, auf Grundlage der Corona-Schutzverordnung am Renntag, an dem das Union-Rennen stattfindet, am 14.06., 100 Zuschauer zum Renntag zuzulassen. Und wir würden gerne dieses Kontingent nehmen und würden alle Teilnehmer der Wetten-Das-Aktion herzlich nach Köln einladen zum Renntag am 14.06. Wir werden die Terrasse des Hippodroms herausputzen. Es wird was zu essen, was zu trinken geben. Es wird tollen Rennsport geben, davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, es ist für alle Seiten eine Win-Situation. Wir als Rennverein können etwas zurückgeben. Die Wetten-Das-Teilnehmer können sich über 6 Wochen extremer Freude und extremer Anstrengung unterhalten, über Erfolge, über Niederlagen. Die Aktion ist kurz danach vorbei. Ihr habt auch die Chance, eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal persönlich abzuholen, kurz vor Ende der Aktion. Und ich glaube, damit schließen wir ein echt schönes Kapitel deutscher Rennsportgeschichte in Köln ab. Und ich freue mich drauf und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch in eurem Kreis so bekannt gebt und möglichst viele Leute nach Köln kommen. Bravo. Bravo. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, also das geht hier von München nach Köln. Vielen Dank. Ja, großartig. Das wird uns Darf ich meinen Freund voranbringen, zumal ja Wetten, dass 1.0 ausläuft und es natürlich Ideen gibt, die morgen um 12 Uhr auf unserer Facebook-Seite Wetten, dass alle, die sie noch nicht kennen, anmelden, Gruppenteilnehmer werden, bekannt gegeben werden, Christian. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man sieht, wie die deutschen Rennvereine diese Aktion bewerten. Das ist toll. Und ich glaube, im Namen aller Teilnehmer zu sprechen, herzlichen Dank für das Präsent und für die Unterstützung für diese Aktion, die, so wie ich höre, allen Spaß gemacht hat. Oder noch Spaß macht. Die läuft ja am 15.06. mit dem Renntag in München, mit dem Derby Trial in München aus. Und dann soll es irgendwie weitergehen, Guido. Die Frage ist ja, Lars Wilhelm, kann man das noch toppen? Es liegt an allen. Es liegt an an uns dreien, es liegt am deutschen Galopp, es liegt an den Teilnehmern. Und wenn man so einen Support, also ideell und natürlich auch moralisch von den Rennvereinen bekommt, wie jetzt gerade von dir, Philipp, und sicherlich auch vom Ecki Sauren dahinter, dann ist das, wie sagt man so schön, Heartmelting. Also perfekt, wunderbare Sache. Wir freuen uns sehr und ich nehme an, dass unsere 115 mitstreitenden Teams sich genauso freuen. Wahrscheinlich werden wir dann von dir einen Einladungstext kriegen, den können wir verschicken die nächsten Tage, wie wir das dann regeln, wer dann auf die Bahn kommt. Wahrscheinlich so, erstmal darf jeder jemanden schicken von den 118, da werden nicht alle können. Und dann schauen wir mal, wie wir den Verteilmodus machen. Und ich komme auf jeden Fall, ich sage hiermit zu, ich komme nach Köln. Super. Und Lars Wilhelm erwarte ich sowieso da und Guido ist auch nur ein Katzensprung. Davon von Köln den Rhein raufzufahren, das sollte funktionieren. Und dann hoffen wir wirklich, dass wir viele, viele Leute sehen und auch persönlich kennenlernen, nachdem das bislang ja alles eine virtuelle Nummer war. Viele kennen wir natürlich persönlich, aber viele neue Leute dabei, die bislang per WhatsApp, Messenger, Facebook, WhatsApp, sucht euch was aus, uns ans Herz gewachsen sind. Vielleicht kriegen wir das wirklich physisch hin. Philipp, tolle Idee. Vielen herzlichen Dank. Und Philipp, es ist ja ein toller Renntag. Sag noch mal ein paar Sätze zu dem Renntag vielleicht. Ja, Sparkasse Köln-Bonn, Union-Rennen. Seit ein paar Tagen ist ja auch Radio Felicitas wieder auf Sendung und versorgt uns mit erstklassigen Informationen, nicht nur über dieses Rennen, aber auch über alle anderen Schauplätze Richtung Deutsches Derby. Und ich denke mal, die Union ist wie immer ein Gradmesser kurz vor dem Deutschen Derby. Aber wir haben auch das erste zweijährige Rennen der Saison auf dem Schirm. Wir haben 6 Nennungen, glaube ich, im Moment. Also wir werden, glaube ich, ein schönes Feld auch in diesem Jahrgang dann zusammenbekommen. Wir werden natürlich wieder eine Viererwette haben. Wir haben noch, ich glaube, 3 dreijährigen Prüfungen auf dem Programm und volle Felder. Also gerade hinten raus habe ich gesehen, heute Köln scheint am 14.06. ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. Und Philipp, ich höre auch auf der Rennbahn ist viel gearbeitet worden. Wir werden eine bessere Bahn sehen. Ja, absolut, absolut. Gerade heute wurde nochmal mit Unterstützung des ersten FC Köln schweres Gerät rangekarrt, mit dem die Rennbahn heute
den ganzen Tag bearbeitet wurde. Es hat heute in Köln... Weißburg Hennes oder wer? Wer hat den Bahn bearbeitet? Der Hennes? Hat es geregnet in Köln wenigstens? Es hat geregnet in Köln heute, ja. Und es regnet gerade wieder, also oder ist kurz davor wieder zu regnen. Also ja, wir werden auf jeden Fall ein anderes und besseres Geläuf erleben am 14.06. Der Rasen wird wieder grün. Gut. Sehr schön. Okay, herzlichen Dank, Philipp. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du willst noch einen drauflegen. Also irgendwas hättest du noch? Ja, wir haben neben unserer Einladung natürlich auch noch einen Preis offen stehen, den wir in die Wetten-Das-Aktion mit reinschmeißen wollen. An dieser Stelle herzlichen Dank an unseren Rennbahn-Kommentator Marvin Schridde, der nämlich einen Großteil dieses Preises ausmachen wird. Oha. Nämlich zwei Personen zu einem Renntag in Köln, hoffentlich zum Preis von Europa oder zum Preis des Winterfavoriten, mit allem Zip und Zap, also Hippodrom und beste Versorgung, beste Plätze ein. Aber das eigentliche Highlight, dafür ist Marvin zuständig, nämlich ja, den Rennkommentator in Köln zu unterstützen, oben aus der Kabine, wo Legenden des Sports nicht nur Legenden angesagt, aber auch übers Ziel gebracht haben. Und ja, dieser Platz wird an diesem Tag für ein Rennen exklusiv an Marvins Seite frei. Und ich glaube, für jeden, der Rennsport atmet und dazu auch noch ein wenig sprechen kann, ist das ja, ein unbezahlbares Highlight. Und ich hoffe, dass es einen glücklichen Gewinner oder vielleicht sogar eine glückliche Gewinnerin gibt, die dann an einem dieser beiden Tage ihre bezaubernde oder seine bezaubernde Stimme über die Kölner Rennbahn schmettern wird. Schade, Klasse, schade, Christian. Lars. Christian. Schade, Lars. Das Problem ist, ich gewinne ja nicht, sonst wäre ich gewinne extra nicht, weil sonst der Marvin seinen Job für immer los. Aber nein, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir lassen eine ganze Wettgemeinschaft gewinnen und dann haben 60 Leute ein Mikro und dann wird das mal richtig nach Hause gebrüllt, das Wett. Also, tolle Idee. Danke. Jetzt auch hat der Lars so lange geübt bei Radio Felicitas und das wird wieder nichts. Ja, weil ich nicht wetten kann. Weil ich einfach nur nicht wetten kann. Was willst du machen, ruf wenn mich ich doch, kann? Ruf mich doch einfach an zukünftig. Vom ja, ich finde dich auch nicht mehr unter den ersten 10. Das ist das Interessante. Du hast da ein bisschen am Anfang im Marathon Gas gegeben. Jetzt geht's auf die Strecke und du bist nicht da. Auf Warten. Auf Warten. Ganz ruhig Blut. Komm zumindest auf. Einer von uns dreien ist ja in den Top 30 noch im Moment gesettelt. Ich versuche die Ehre der Truppe hier zu retten. Mal schauen. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Platz 25 bin ich, glaube ich, gerade. Ist gar nicht so schlecht für einen alten Mann. Gucken wir mal. Also, apropos Wetten und alter Mann. Lieber Philipp mit deinem schütteren Haupthaar. Wir brauchen noch einen Tipp von dir für morgen für Düsseldorf. Komm, sag einen an. Einen, okay. Einer oder zwei, was du hast. Ich habe drei rausgesucht. Ich fange damit in meinem Tipp des Tages an. Achtes Rennen mit der Startnummer 9. Calico, Peter Schürten. Ja, der Mann hat mir wieder zugehört. Eine Stunde zugehört wieder im Off. Ja, letzte Mal der Helene zugehört und mir. Also, den nehmen wir. Ja. Nächster Tipp, lieber Philipp. Nächster Tipp. Sechstes Rennen, Nummer 6. Call Me Mister. Jan Kompass und der sehr sympathische Besitzer Herr Jarling, der wahrscheinlich sein Pferd wieder persönlich nach Düsseldorf bringen wird und es danach wieder sicher nach Hause fährt. Ja, ist für mich ein veritabler Kandidat bei 14 Starts, 12 Mal im Geld. Ich glaube, der könnte das da am Samstag durchaus übers Ziel bringen. Okay. Das Schöne ist, dass er dann den Christian umhaut mit Fuego del Amor. Christian hat nämlich in dem Rennen die Nummer 3, Fuego del Amor. Und darauf Philipp Hein nimmt im 6. Was soll er anderes tun, die 6? Call me Minister für Jan Korpas und für Berliner. Ja, Minister ist der Mann Minister. Noch nicht. Ist nur Mister, aber egal. Philipp, ja. Hörst du mich? Wir machen hier ab und zu so eine Geschichte, die heißt Mein vor Dein. Und wer eher im Ziel ist, der hat gewonnen. Und wer nicht eher im Ziel ist, also nicht wir, sondern das entsprechende Pferd, der darf 50 Euro an die Jockey-Unterstützungskasse spenden. Sollen wir beide das machen mit Tommy Mister und Fuego del Amor? Gut. Ob die Wette gilt. Okay, ich glaube, der Sundermann hat ganz schön Mumm. Der muss man ja mit dem Herrn Reichstein lange telefoniert haben heute. Ja, aber Philipp, der okay. Philipp hat ein richtig gutes Pferd ausgewählt. Ganz tolles Pferd. Ich sage immer Call Me Minister, obwohl er nur Call Me Mister heißt. Ich mag aber Call Me Minister für ihn besser. Na, sehr schön. Philipp, damit bist du der erste Gast, den wir in so eine Wette reinlutschen. Also, danke schön, dass du da mitmachst. Und jetzt hast du noch einen Tipp, hast du gesagt. Ja, ein bisschen was für Außenseiter im ersten Rennen die 1, Milieu.
schon 5 Starts. Hier 3 Kilo Erlaubnis, wird vielleicht sogar zweistellig stehen am Toto. In Köln gute Zweite geworden gegen Agathon, der für Karl Demme gelaufen ist, der eine echt super Form hat im Moment. Und ich würde Milieu natürlich auch als kölsche Jung wünschen, dass sie in Düsseldorf als Erste über die Ziellinie kommt. Gut, weil du das Pferd kennst oder weil du dich im Milieu auskennst? Weil ich beides. Das gut finde. Beides. Alles klar. Philipp, herzlichen Dank für den Besuch, für deine beiden tollen Geschenke, für die Mein vor Dein Wette. Und wenn alles glatt geht, dann sehen wir uns hier persönlich live und in Farbe in Köln in 8-9 Tagen. Sehr gerne. Ich kann es kaum erwarten. Die Sparkasse Spanferkel und Köln wird hier gestartet. 6 Pferde rücken in die Startmaschine ein. Und Degas geht als Letzter herein. Nur wer gewinnt, das wissen wir erst nächsten Sonntag. Alles klar. Lars Wilhelm, es wird Zeit für einmal die Ansage morgen 12 Uhr und dann noch was anderes, dein Schlusssatz. Ja, also wir machen morgen um 12 Uhr eine Offenbarung. Wir offenbaren Wetten, dass 2.0. Also ab 12 Uhr morgen auf allen sozialen Medien wird die neue Aktion, die in unserem Kopf und in vielen Gesprächen entstanden ist, präsentiert. Aber danach müsst ihr die Wettkonten füllen, denn wir sind noch in Wetten, dass 1.0. Und da muss gewettet werden, denn Deutschland braucht Wetten. Düsseldorf startet um 13 Uhr mit seinem ersten Rennen und alle müssen dabei sein. Denn auf geht's, deutscher Galopp mit Herzblut für Vollblut. Tschüss. Danke euch. Bis dann.